und deswegen beschwören wir diesen Dolch. Deswegen ist auch Beschwörung sehr praktisch, denn damit können wir die Geister verletzen. Und mal nur ganz so nebenbei eine kleine Orientierung. Unser Speer macht 5 bis 20 Stoßschaden und der Dolch macht 10 bis 20 Stoßschaden. Also ist es auf keinen Fall ein Nachteil, den zu benutzen. Komm, komm schon! Chugga, chugga, chugga! So. Das hat jetzt länger gedauert als erwartet. Ich habe ja natürlich schon hier so, weil ich natürlich geplant habe, euch die Gruft so ein bisschen zu zeigen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens wegen den Geistern, wegen dem Kampf. Dann wie beschworene Waffen aussehen und wie die ganze Geschichte dann sich so macht. Komm schon! Und dann, weil wir nämlich fast tot sind und vielleicht gleich auch sterben werden. Huch. Heal me! So. Das hat uns ganz schön viel geheilt jetzt. Und dann wollen wir mal den Eisenspeer rausholen. So, der Sack hat nämlich eine Hellebarde gehabt. Das macht mehr Schaden als erwartet. Als ich zum Beispiel das letzte Mal hier war, hat der Typ nur irgendeine Einhandwaffe gehabt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also wir hätten theoretisch nicht mal einen Speer kaufen müssen, da wir hier eine Hellebarde finden. Aber die Hellebarde werde ich dann später verkaufen. Dann eine andere nette Sache. Ich werde mich jetzt nochmal heilen. So, damit wir einfach voll geheilt sind. Hier, Schreine gibt es bei dem netten Morrowind. Und die haben ein paar mehr Optionen als die Schreine in Oblivion. Hier müssen wir aber Draken spenden. Und uns dran setzen. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen Geld gemacht, ist also kein Problem. Wir können hier Pest, Krankheiten, Vergiftungen und so weiter heilen. Geht dann später mit Altaren, glaube ich, in Oblivion war das, in Tempeln. Und hier gibt es Velofs Meditation, das ist ein Buff, weiß gerade nicht so genau, was er macht. Aber wir haben auch Almsivi-Herstellung, Wiederherstellung. Falls ihr euch erinnert, wir haben das Atronarchen-Zeichen, das heißt, wir können nur über Tränke oder hier über diese Schreine unser Mana regenerieren. Unser Mana ist derzeit angeschlagen. Also können wir mit dieser Wiederherstellung, klack, direkt unser Mana wiederherstellen. So wäre zum Beispiel das Problem ansatzweise ein bisschen behoben. So, Rolle des göttlichen Eingriffs, göttlicher Eingriff auf sich selbst. Ihr seht schon, die Zauber sind hier so ein Eckchen kreativer, würde ich sagen. Wie in den nachfolgenden Teilen. Später wurden sie dann so ein bisschen gebased und normalisiert. Aber hier ist das wieder eine andere Sache. So. Schauen wir mal, ob die Schlösser wir hier geknackt bekommen. Manchmal kann das ganz schön dauern, bis so ein Schloss nachgibt. Hier sind aber nur gewöhnliche Ringe und sowas, also... Hä? Naja. Hat sich nicht wirklich gelohnt, außer um die Sicherheitsfertigkeit nach oben zu treiben. Ein Speer. Jetzt wisst ihr nämlich erstens, wie solche Grüfte aussehen, allgemein, wie sie designt sind. Jetzt habt ihr Geister gesehen, die Funktionsweise eines Schreins, wie der Kampf so ungefähr abläuft, wie sich ein Atronarch spielen wird in Zukunft, zumindest in die ungefähre Richtung, in die das geht. Also nicht ein Atronarch selbst, aber jemand mit dem Sternzeichen Atronarch. Also wie ihr seht, dafür, dass ich eigentlich in Morrowind ein blutiger Anfänger bin und so gut wie überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel habe, habe ich mich doch schon ein bisschen... du Mistvieh! Komm her! Oh, Bejesus, das Vieh ist größer. Komm trotzdem her, komm. Na. Das wollte ich nicht. Dieses Mistvieh. Zum Glück kann man auch so ein bisschen gegen die an Land kämpfen. So. Puh. Diese Viecher sahen schon damals so brutal aus. Allein in Oblivion erschreckt es mich jedes Mal, wenn...
so ein kleiner Schlachterfisch-Torpedo auf mich zugeschwommen kommt unter Wasser. Ach so, und die Kleinigkeit, die sich auch noch im Kampf sehr stark unterscheidet, wie ich finde, von den Nachfolgern, ist hier, wenn ihr seht, bei jeder Waffe gibt es Schlag, Hieb und Stoßschaden. Das heißt, es gibt verschiedene Schadenswerte. Hierfür, damit. Verkackte Ratte! Also, hierfür, seitlich und Stichschaden. Das ist nicht wahr. Und wie ihr euch denken könnt, ist natürlich Stichschaden hier bei einem Speer die effizienteste und klügste Methode, Schaden anzurichten. So. Diese dreckigen Ratten, Mann! Und die Attacke von oben ist Schlag und seitwärts ist Hieb, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht verwechsel ich auch gerade Schlag und Hieb. Und die einfachste Art zu kämpfen ist natürlich, wo ist mein Langschwert? Hier. Einfach mit der langen Waffe und dann auf Hiebe oder auf Schläge zu gehen. Oder auch mit einer Axt dann. Weil dann müsst ihr einfach nur Linksklick drücken und ich mit meinem Speer muss immer vorwärts bzw. zurückdrücken, kurz bevor ich einen Angriff starte, damit eben eine Stichattacke gestartet wird. So, jetzt sind wir hier wieder zurück in der Stadt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstens aus der Gruft und von dem Kerl, den wir da vorhin auf dem Boden gefunden haben, den ganzen Kram verkaufen und dann kurz nochmal beim Zensus Steueramt vorbei und dann haben wir eigentlich so Saidanin, die Intro-Stadt, mehr oder weniger abgeschlossen. Ich werde jetzt hier nicht in alle kleinen Häuser reinlaufen. Vielleicht habt ihr auch gesehen, dass hier Sachen, die man stehlen kann, nicht als Diebstahl angezeigt werden. Das ist auch eine sehr interessante Art und Weise, da ranzugehen. So, haben wir es nochmal ordentlich verkauft. Beeilt euch! Und da wirklich, wenn man bei jemandem in der Wohnung ist und irgendein Item davon aufhebt bzw. einsammelt, dann kriegt man auf die Mütze von der Person. Also man muss schon selbst, ich sag mal, seinen eigenen Verstand benutzen, nicht einfach alles Mögliche zu klauen, wie es gerade einem so passt. Balmora, the beginning. So. Können wir hier, lalalala. Hast du Aufgaben für uns? Nein. Alles andere? Nur ein Satz. Ah, kaiserliche Legion, Uriel Septim, dein Beruf. Nö, wir können ihn also leider nicht über diesen Steuereintreiber da hinten ausfragen. Hier ist auch noch das Lagerhaus von dem Amt. Aber das ist okay, wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen. Aber was mich interessieren würde, was ich noch nie gemacht habe, was wir aber definitiv ausprobieren können, wäre beispielsweise den Weg extra hier zurückzulaufen, weil das ist ja hier immer noch das Zensus- und Steueramt. Die Stadtwache ist keine besondere Person. Ich glaube, die Schankfrau hat mich angesehen. Wie kann ich ihr nur klarmachen, dass ich kein Interesse habe? Ah, Leute, das wusste ich noch nicht mal. Oh, ist das geil. Ich fange an, Morrowind zu spielen und entdecke schon Sachen. Das ist so toll, weil ihr kriegt hier keine Questmarker. Ihr müsst selbst herausfinden, wo die ganzen Sachen sind. Und jedes Mal, wenn man etwas herausfindet, vielleicht sogar nur durch Zufall, so wie jetzt gerade, es fühlt sich einfach geil an. Yes. Okay, also wir haben einen Mord aufgedeckt. Was ist da los? Ermordet? Was für eine Verschwendung. Prozessus war ein guter Mann. Ich hatte mich schon gefragt, warum wir seit Tagen nichts mehr von ihm gehört hatten. Es sind schon gefährliche Zeiten, in denen wir leben und Dinge dieser Art werden immer wieder passieren. Habt ihr vielleicht zufällig die Steuergelder gefunden, die er eingesammelt hatte? Ich hasse es, so gefühllos zu sein, aber ich habe meine Arbeit zu erledigen. Wisst ihr was? Wir haben gerade durch den Ausflug noch ein bisschen Geld gemacht mit dem Verkaufen von Zeug. Sind wir mal so ehrlich? Ja, wir haben 200 Draken gefunden. Tatsächlich? Wie ungewöhnlich, dass er ermordet, aber nicht beraubt wurde. Ich schätze eure Ehrlichkeit, das versichere ich euch. Ich werde dies nicht vergessen, Rond. Wollt ihr für euch etwas Geld verdienen? Ich möchte, dass der Mörder von Prozessus bestraft wird.
Einen Steuereintreiber des Kaisers zu töten, muss mit dem Tode bestraft werden. Findet seinen Mörder, übergebt ihn der Gerechtigkeit und das Zensussteueramt wird euch 500 Draken zahlen. Also haben wir es die Möglichkeit bekommen, 500 zu verdienen. Kurzzeitig 200 verloren, aber wir können 500 verdienen. Die Frage ist, wo fragen wir nach? Vielleicht hat eine der Wachen was gesehen? Der Mord. Wir haben davon gehört, er war ein guter Mann und sein Tod soll nicht ungestraft bleiben. Nichts Neues. Was sagt uns das Questlog? Er schien sehr erstaunt über meine Ehrlichkeit. Wer würde nicht die 200 einfach einstecken? So, also, hier auch kein Hinweis von wegen, spreche mal mit der und der verdächtigen Person oder versuch dich hier und da zu erkundigen. Nope. Es wird einfach gesagt, weißt du was, es geschah ein Mord, finde selbst heraus, was Sache ist. Weißt du vielleicht etwas? Nein. Der Sprecht. Tod soll nicht ungesühnt bleiben. Vielleicht können wir aber ja hier etwas herausfinden. Vielleicht eine der Wachen, die hier draußen rumstehen. Ah, interessant. Jemand hat ihn endlich erwischt, hm? Nun, das ist wohl nicht sehr überraschend. Keiner mag Steuereintreiber, insbesondere nicht die, die mit unserem hart verdienten Geld angeben. Nur Taver drüben im Leuchtturm gab sich mit ihm ab. Die beiden haben einige Zeit miteinander verbracht. Eine Schande. Schien eine nette Frau zu sein. Oh. Oh, ist das geil, ey. Ich fühle mich so richtig schon fast wie so ein bisschen... Nicht wie ein Agent, aber... Obwohl die Leute nicht so viele vertonte Dialoge haben und man nicht alles erzählt bekommt, sondern man sich durchklicken muss, fühle ich mich jetzt schon mehr in meinem Charakter drin, weil ich wirklich selbst Zeug herausfinden muss einfach. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich einfach gut an. So. Überschreiben wir das mal. Jawohl. Bevor wir hier irgendwelche riskanten Moves ansetzen. Sprecht zu mir. So, was ist denn hier Sache, ha? Prozessus ermordet? Nein! Sagt mir, dass das nicht wahr ist, oh nein! Er war der liebenswerteste Mann, dem ich je begegnet bin. Wir sind in den letzten Monaten enge Freunde geworden. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen werde. Ich habe ihn nur ein- oder zweimal wütend werden sehen. Nie hat er auch nur seine Hand gegen jemanden erhoben. Das ist furchtbar traurig. Wütend? Nein, nicht einmal wütend, glaube ich. Einmal habe ich gesehen, wie er mit Forin Gilnith wegen seiner Steuern gestritten hat. Er meinte, dass Prozessus zu hohe Steuern verlangte und einen Teil davon in die eigene Tasche steckte. Lächerlich. So etwas würde Prozessus niemals tun, da bin ich mir sicher. Bitte, findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Es würde mich beruhigen, wenn ihr auch herausfinden könntet, was mit Prozessus Ring geschehen ist. Sein Ring? Ich gab ihm den Ring vor vielen Monaten und er war ihm sehr teuer. Ich möchte ihn haben, um mich an ihn erinnern zu können. Der Ring, so, hatten wir nicht einen Ring von ihm eingesammelt? Nein, oder? Okay. Ach so, Moment, die Person, über die sie geredet hat, dieser Glynith, können wir kurz fragen, wo er sich denn befindet? Nein, okay. La. Gilnith. Okay. Wie viel Geld mit dem Fischen nun tatsächlich verdient hatte. Okay. Gilnith. Fischen, sagt ihr. Also ich nehme an, einer der Fischer wird sicherlich in einer der Hafenhütten hier sein. Wollen wir ein bisschen weiter die Gegend hier erkunden? Oh, Athletik verbessert. Ausgezeichnet. Meine Zeit ist kostbar. Wie heißt ihr denn so, meine Freunde? Teleri? Nein. Bist du das vielleicht? Nein. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Finomoldos Hütte? Erene Lenims Hütte? Nein. Forin Gilniths Hütte? Oh ja. Das sieht gut aus. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Quicksaves ein bisschen verbuggt sind. Weil irgendwie plötzlich meine Waffe einmal nicht mehr ausgerüstet war. Ich speichere zur Sicherheit mal hier richtig, nicht über die Quicksaves. Was wollt ihr? So. Zur Sicherheit immer ansprechen, weil ich Angst habe, dass er mir gleich eins drüber zwiebeln will. Der Mord.
Dieser Abschaum? Ihr habt verdammt recht, ich habe ihn erledigt und das ist gut so. Er hat uns ehrlichen Bürgern eine Menge Geld aus den Taschen gezogen, indem er uns zu viel Steuern hat zahlen lassen und die Differenz für sich behalten hat. Er hat andauernd mit neuen Kleidern sowie mit Geld und Edelsteinen geprotzt. Also habe ich den Bastard getötet und seine Leiche liegen lassen, damit er da draußen verrottet. Das ganze schmutzige Geld noch in seinen Taschen. Und wisst ihr was? Ich glaube dem Typ. Ich glaube dem Typen nicht, dass er ihn getötet hat, sowieso. Aber dass er zu viel für sich beansprucht hat. Der Steuereintreiber. Weil wäre dem Kerl hier wirklich es nur um das Geld gegeben und wäre wirklich nur sauer auf ihn gewesen, hätte er das Geld einfach einstecken können. Ja? Hat er aber nicht gemacht. So, jetzt ist die Frage. Weißt du was? Ich glaube euch und werde euch nicht verraten. Ich glaube dir zwar, mein Freund. Es tut mir leid, aber das ist keine Entschuldigung für einen Mord. Über eure gerechte Strafe wird noch befunden werden müssen. Ich glaube, ich werde trotzdem das hier anklicken. Ich denke, wenn du vielleicht auf mich gewartet hättest, theoretisch, oder irgendwie sowas, wir hätten vielleicht irgendetwas beim Zensus und Steueramt bewegen können. Es hätten vielleicht noch andere Wege angestoßen werden können. Ich weiß, du bist Dunkelelf, vielleicht wirst du auch diskriminiert von den Leuten beim Steueramt. Aber vielleicht hätte man noch einen anderen Weg gefunden, anstatt ihn einfach zu meucheln, ja? Mord ist halt nie so die feine Art. Ihr seid einer von ihnen, was? Nein, nicht unbedingt. Wollt mich töten? Nun, dann geht euer Bestes, Rotwadon. Es bereitet mir kein Problem, noch mehr Blut der Lakaien des Kaisers zu vergießen. Ich wollte dich eigentlich nicht wirklich töten, aber... Ach, wir müssen ihn gar nicht töten. Oh, fucking hell! Okay. Oh mein Gott, es tut mir eigentlich leid, ich will dich nicht töten. So. Ach Mann, oh Mann, eigentlich, da stand ja, es müssen noch weitere Untersuchungen angestellt werden. Ich glaube, beim Zensusamt haben sie mir gesagt, dass ich ihn erledigen soll, weil es vergolten werden sollte oder irgendwie sowas. Aber ich wollte ihn eigentlich gar nicht erledigen, um ehrlich zu sein. Die Sachen nehme ich für Alchemie mit. Die Flasche vielleicht nicht unbedingt. So, mein Freund. Nehmen wir das hier mal mit. Processus Vitellius Ring. Ah, siehst du mal. Selbst wenn wir es friedlich mit ihm gelöst hätten, er hatte nicht die Option, dass wir seinen Ring ansprechen können, oder? Dann können wir das der Dame da gleich wiedergeben. Sehr schön. Tanz im Feuer. Feilschen. Na, wollen wir auch nicht wirklich. Aber 150 Münzen wert. Dann nehmen wir das mal mit. Also so die Häuser leer zu räumen, auf eine gewisse Art und Weise, das lohnt sich schon, meine Freunde. Da gibt es zum Teil echt viel. Und ich finde es auch toll, wie hier so nur normale Zinnteller und Holzbesteck benutzt wird. Aber in anderen Häusern, werden wir dann später noch sehen, eher so Silberbesteck und solche Sachen. Oh wow. Und ich merke gerade wieder, dass es echt hier richtig anders aussieht. Erstens, es ist nebliger, wir können nicht mehr ganz so weit sehen. Aber die Farbpalette hat sich geändert, seht ihr das? Das ist auch mit dem Morrowind Graphics Extender, der hier gerade so läuft. Davor war es so ein bisschen bläulich, der ganze Bereich da hinten. So richtig nach gut Wetter sah es aus und jetzt ist alles gräulich geworden. Wunderschön. Sehr schön sieht das aus. Hier. Oh, warte mal. Der Ring ist 240 Münzen wert. Richtig viel. Aber... nicht vergessen, wir sind eine ehrliche Haut. Hier ist der Ring. Oh, ihr habt den Ring gefunden, den ich ihm gab. Habt tausend Dank, Rond. Es tut gut, etwas zu haben, das mich an ihn erinnert, obwohl ich ihn niemals wiedersehen werde. Hier, nehmt dies. Üblicherweise reiste er mit ein paar davon, wenn er seine Arbeit erledigte. Aber dieses Mal nicht. Hätte er es doch nur getan. Und wir haben zwei Genesungstränke bekommen. Die sind natürlich niemals so viel wert wie der Ring, wenn wir ihn verkauft hätten. Aber wir haben zum Beispiel auch das Buch gefunden, was 150 Münzen wert war in dem Haus von dem Typen. Und ein paar andere Sachen, Zutaten auch noch. Und wir werden gleich für die Erledigung des Auftrags noch ein bisschen was bekommen. Also weine ich den Münzen da nicht so sehr hinterher.
Aber sehr schön, wie wir gleich hier am Anfang schon ein paar Nebenquests gefunden haben. Und durch das ganze Gras, was durch die Mods eingefügt wurde, da hätte ich, also im Original Oblivion hätte ich den vielleicht sogar schneller gefunden. Dafür kann ich jetzt natürlich weiter sehen. Was also wollt ihr? Hat Vor- und Nachteile. So, der Mord. Ich habe gehört, dass ihr über seinen Mord Erkundigungen eingeholt habt. Ich bin froh, dass dieser Fall nun abgeschlossen ist. Hier ist eure Belohnung, Rond. Es ist gut zu wissen, dass es noch Bürger gibt, die wissen, was sie ihrem Kaiser schulden. Auf bald, mein Freund. So, was mich jetzt persönlich interessiert... Ah ja, tatsächlich. Also hier die Aufgaben... Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist, weil wenn man auf alle klickt, dann sollte er ja eigentlich alle anzeigen. Tut er ja auch, wie es aussieht, aber wenn ich auf offene drücke, sind irgendwie alle noch als offen gekennzeichnet. Das ist noch so ein bisschen merkwürdig. Moment, habe ich vielleicht irgendwas vergessen, was wir bis jetzt ringen? Versteck, ja, das ist abgeschlossen, Insel, ja, okay. Nur zur Sicherheit, man weiß ja nie, wann man zufällig irgendwo eine Quest aufschnappt und dann vielleicht eventuell vergisst, sie weiter fortzuführen. So, dieses Siffwetter. Dann gehe ich nochmal meinen ganzen Kram verkaufen hier bei dem netten Händler. Aril ist da echt eine gute Quelle, ein guter Ansprechpartner, da er uns einfach schon so gut leiden kann. So. Und zwar, mein Freund, die Genesungstränke behalten wir natürlich. Die heilen ganz ordentlich. Ich möchte hier Tanz im Feuer verkaufen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur Reagenzien hier, ne? Ach, Tagebuch des Ikarus, ja, das brauchen wir auch nicht wirklich, natürlich. Den Rest lasse ich einfach mal erstmal so. Und dafür hätte ich aber gerne etwas mehr Geld. Wie wäre es mit 120 vielleicht sogar? Schade. Die handeln hier echt knallhart, weil eigentlich sind die Sachen hier 200 wert, aber... Wenn man kein Skill auf Feilschen hat, ich habe so gut wie gar nichts auf Feilschen, dann sind das echt, also... Die lassen nicht mit sich reden zum Teil. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Quest erledigt, die ich vorher noch gar nicht kannte. Achso, hier ist übrigens mein Hut, ne? Wunderschön stylisch. Das ist ein Eierkopf. Und dann zeige ich euch mal den Schrickschleiter. Oh, Schrickschleiter. Nein, aber den... Boah, sieht das Wasser geil aus. Ich muss es einfach immer wieder sagen. Das sind so kleine Dinge, die mich einfach freuen. Hier, das Reisemittel von Morrowind. Cool, wa? So eine Art riesiges Insekt. Wo möchtet ihr denn hin? Irgendeine Art von Käfer mit sehr langen Beinen, weil das Gelände von Morrowind ziemlich unwegsam ist. Also das Gelände von Vardenfell, der Insel hier, haben dann hier da vorne so große Fühler, Arme. Und in den Panzer... Da sieht man noch so ein paar Stäbe zur Steuerung und in den Panzer sind so ein paar Sitze eingelassen. Der ist ausgehöhlt. So, du meine schöne Dame. Wir wollen jetzt reisen und zwar nach Balmora, wo wir mit Caius Cossades reden sollen.